Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder den Weg hier hingefunden hast und wir starten gleich mal mit dem ersten Restaurant, welches Tesla in Kalifornien wohl demnächst eröffnen möchte oder bauen möchte. Und dieses soll in Hollywood passieren und es soll ein Diner sein. Und das ist jetzt vielleicht doch erstmal der Anfang von etwas Größerem, was Tesla hier starten könnte, vor allem auf dem amerikanischen Markt. Ob dieses dann irgendwann mal nach Europa kommt, das müssen wir noch abwarten. Dieses Bild hier gerade war einfach mal ein Beispiel. Wir sehen hier auch nochmal die Karte der Supercharger in den USA, um einfach nochmal ein Gefühl zu bekommen, was das bedeuten könnte, wenn Tesla langfristig sich dazu entscheidet, an Plätzen, an denen sie die Möglichkeit haben, dann auch ein Restaurant oder vielleicht auch so im Starbucks-mäßigen, vielleicht auch nur einen kleinen Kaffeeshop oder so zu eröffnen. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Grundsätzlich würde dieses Sinn machen. In Europa bzw. für uns hier in Deutschland ist es ja ein bisschen komplizierter. Das sehen wir ja auch an den Regeln für die Ladestationen, die zum Beispiel an ganz normalen Parkplätzen, nicht an den Tankstellen sind, sondern an normalen Parkplätzen. Da gibt es ja diese Regeln, über die ich schon mal gesprochen habe, dass man dort nichts Gastronomisches verkaufen darf, weil sonst natürlich die Konkurrenz zu diesen Tankstellen, Raststationen da ist. Also hier in Deutschland würde sich das ein bisschen komplizierter darstellen. Aber langfristig findet vielleicht Tesla auch hierzu einen Weg, dann, gastronomische Dinge anzubieten, in welcher Form es dann auch immer sein wird. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Grundstücke teilweise ja auch von Privatbesitzern sind, die zum Beispiel nicht direkt an der Autobahn sind und dass Tesla hier Verträge mit Privatpersonen tätigt. Das heißt, hier könnte man auch etwas anbieten, wenn man mit der Gemeinde lokal vor Ort einen Deal findet. Also hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten an Standorten in Deutschland, so etwas langfristig anzubieten. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr denkt, ob ihr das gut findet, wenn Tesla in diese Richtung gehen würde oder ob ihr das jetzt nicht so nennenswert findet. Da wäre eure Meinung mal gefragt. Dann schauen wir auf eine Änderung auf der Website, denn Tesla hat jetzt die sogenannte Tesla Fleet, also Tesla Flotten Website mit den Vorteilen, die es hat, eine Tesla Flotte zu haben. Hier scheint jetzt noch so ein bisschen die Frage, wo möchte Tesla mit diesem Update auf der Website überhaupt hingehen? Wir wissen, dass sie zurzeit größeren Unternehmen, wenn eine Flotte gekauft würde, wie bei Hertz zum Beispiel, keinen Rabatt gibt, weil sie es einfach nicht nötig haben zurzeit. Aber vielleicht möchten sie es ja in Zukunft mal machen und wir wissen, dass andere Unternehmen wie zum Beispiel VW ja vor allem, wenn es um Flottenverkauf geht und dann auch mit Rabatt hier einen riesen Markt haben und es wäre sicherlich irgendwann mal angebracht für Tesla vielleicht auch in diese Richtung zu gehen. Hier werden erstmal einfach nur die Vorteile dessen für ein Unternehmen oder Privatperson, die eine Flotte operiert, mit einem Unternehmen vielleicht noch zusammengesetzt, werden die Vorteile dessen hier einfach nur dargestellt. Mal schauen, wo und in welche Richtung dieses in der nahen Zukunft noch geht. Dann schauen wir einmal nach China. Und zwar, ich hatte ja gestern schon berichtet, dass die ganze Produktion jetzt wieder im Vollen läuft und dass hier das chinesische Neujahr zu Ende ist. Und wir haben jetzt hier auch neue Aufnahmen von Wuhua. Danke also auch an ihn direkt vom Hafen, wo die ganzen Autos stehen. Und ich habe auch gute Nachrichten für all diejenigen, die jetzt gerade noch auf einen Tesla warten. Denn es gibt jetzt einmal die Helios Ray. Die sitzt hier unten fast bei Slowenien. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht hier Autos auch nach Süddeutschland kommen. Also für all diejenigen, die vielleicht auch schon wissen, dass ihr Auto auf diesem Schiff ist, das sind schon mal gute Nachrichten. Dann haben wir hier noch die SFL Composer links bei Spanien. Die geht erstmal nach Southampton, sollte aber danach noch nach Seebrügge gehen. Die Grand Pionier sollte dann auch noch auf dem Weg Richtung Großbritannien oder Seebrügge sein. Das ist noch nicht ganz deutlich. Auf jeden Fall sehen wir hier weitere Schiffe, die jetzt kontinuierlich kommen. Vielleicht ist auch ein Auto von euch dabei. Die Anzahl der Autos, die hier ungefähr im Hafen liegen, liegt knapp über 7000. Das ist ein neuer Rekord. So viele Autos waren in dieser Form noch nicht auf diesen Parkplätzen hier
am Hafen stationiert. Wo die jetzt dann alle hingehen, das ist dann natürlich noch die Frage. Interessant finde ich, dass hier zum Beispiel die Farbe Schwarz überwiegt und auch zum Beispiel viele, viele rote Autos dabei sind. Und dass die weißen Autos doch, die ja eine Farbe haben, die inklusive ist, doch in relativ niedriger Zahl da sind. Das kann aber auch eine Momentaufnahme sein, müssen wir mal sehen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ganz, ganz viele Leute einfach die Standardfarbe nehmen, auch wenn wir jetzt hier wiederum einige sehen. Grundsätzlich auf den Parkplätzen sehen wir aber im Insgesamten viel, viel mehr dunkle oder rote Autos. Also warten wir mal ab. Auf jeden Fall immer sehr interessant, hier in China drüber zu fliegen. Und wir kommen auch gleich nochmal zum deutschen Markt, nämlich dem Markt, was war im Januar, was für Zahlen haben wir eigentlich gehabt. Und natürlich hat Tesla hier auch einen geringfügigen Einfluss auf die Elektroanteile im deutschen Markt. Und da schauen wir auch gleich nochmal drauf und schauen, was das für dieses Jahr bedeutet. Denn die Elektromobilität geht ja weiter voran, nicht nur bei Tesla, die einen großen Anteil haben, sondern auch bei anderen Autobauern. Und wir sehen hier 20.892 reine Elektroautos, dann die Plug-in-Hybride bei 18.900 für den Januar. Wir haben noch insgesamt 21% Diesel, also knapp 40.000 Autos. Aber die rein elektrischen Autos machen hier zum Diesel schon 50% aus. Also gar nicht mehr so weit zu gehen, der Weg. Es gibt noch viele Hürden, es gibt noch viele Herausforderungen, die hier wirklich überwunden werden müssen. Ob es dann die Ladeinfrastruktur ist oder ob es auch das Laden und der Ladepreis an sich ist, was sicherlich dieses Jahr das aktuelle Thema ist und natürlich viele Leute frustriert oder auch manche Leute die Frage stellt, soll ich in die Elektromobilität gehen? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch nicht sinkende Diesel- und Benzinpreise, das muss man dann fairerweise auch sagen. Also es freut mich, dass du hier heute wieder gewesen bist. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz ausführlich bei dir bedanken. Dieses Jahr ist in voller Fahrt voraus gestartet und es freut mich immer, jemanden hier zu haben, der sich täglich auf diesem Kanal informiert. Ich habe noch viele Dinge geplant dieses Jahr und das hatte ich ja auch mal Anfang des Jahres gesagt. Es werden noch viele Dinge kommen. Und in Zusammenarbeit mit meinem Arbeitgeber Tesi Supply werden wir sicherlich noch einige gute Aktionen in den nächsten Wochen oder in diesem Jahr dann dir noch hier beibringen bzw. verkünden, sodass du auch ein bisschen Vorteile hast an dem, was ich hier mache und dann vielleicht auch kostengünstiger deine Zubehörsachen bei mir oder über mich kaufen kannst. Ich danke dir, dass du heute hier warst und wünsche dir noch einen schönen Sonntag.